Herzlich willkommen zu einem Unboxing zu einer stationären Munddusche von Houseyville. Und die Munddusche kostet ca. 49,95 Euro. Ich zeige jetzt mal kurz die Bedienungsanleitung. Springt einfach vor, wenn ihr diese nicht lesen möchtet. Denkt dran, unten sind immer so Lesezeichen, da könnt ihr dann zwischen einzelnen Kapiteln hin und her switchen. Generell ist das Handbuch eigentlich gut erklärt worden, alles in Deutsch, in mehreren Sprachen sowieso dabei. Und auch mit Bildern, wie ihr sehen könnt, eigentlich ganz gut deklariert. Ja, also da gibt es eigentlich überhaupt nichts falsch zu machen. Und auch die einzelnen Adapter sind gut erklärt worden. Und es gibt natürlich auch nochmal eine Telebehebung, ist auch alles mit dabei. Kommen wir jetzt mal zu der eigentlichen Munddusche. Ja, und sie hat einen Wassertank, der ist übrigens 600 ml groß, also der reicht dann für etwa 90 Sekunden. Ja, wie ihr sehen könnt, sind jetzt eine Menge Düsen auch mit dabei gegeben worden. Das heißt, es sind auch Zungenreiniger mit dabei. Auch Düsen mit einer kleineren Öffnung sind mit dabei und natürlich auch einige mit größeren Öffnungen. Und hier haben wir dann nochmal den Stromadapter von der Munddusche. Oben finden sich dann die Wasserdruckeinstellungen, das sind dann 10 Einstellungsmöglichkeiten. Die Munddusche schafft damit pro Minute 1200 bis 1700 kleine Spritzer mit einem Druck von 20 bis 120 PSI. Mit dabei sind etliche Spezialdüsen. So habt ihr 3 gewöhnliche Hochdruckspitzen und 5 Spezialdüsenspitzen. Eine kieferorthopädische Spitze, eine Zungenreinigerspitze, eine Parodontosespitze, eine Zahnbelagspitze und eine Zahnbürstenspitze. Also ihr habt da wirklich noch so eine Zahnbürste vorne dran, also so Bürsten. Ja, dafür habt ihr dann so ein Fach und da passt das meiste dann rein, nicht alles. Wie gesagt, 2 Bürsten müssen draußen bleiben, die sind als Ersatz. Aber der Rest passt komplett rein, ja. Ja, ist abzusehen, dass die Spitzen eigentlich ewig halten. Ich hätte jetzt keine Abnutzung, außer bei der Bürste selbst, weil sie halt Borsten hat vorne. Klar, dann geht das irgendwann mal ab. Aber der Rest ist eigentlich, ja, ewig haltbar, würde ich mal sagen. Ist ja Kunststoff und boah, auch der Zungenschaber und so. Also ich wüsste nicht, was ich da jetzt groß abnutzen sollte. Also von daher, das ist eigentlich alles ziemlich gut. Ich habe es jetzt schon länger im Einsatz und funktioniert 1A. Qualität ist in Ordnung. Auch das kleine hier, die kleine Spitze habe ich auch schon genutzt. Ich fand jetzt nicht so pralle, aber ist cool, wenn man jetzt kleinere Zahnzwischenräume hat und dann kommt man dann damit deutlich besser hin, ja. Also was den Wasserstrahl betrifft, weil ist ja ein bisschen mehr Druck drauf. Je kleiner der Ausgang der Spitze ist, desto mehr Druck ist natürlich dann nochmal drauf. Ist ja normal. Von daher habt ihr eigentlich für jeden Bereich irgendeine Spitze dabei, mit dem ihr die Zahnzwischenräume gut säubern könnt. Von daher praktisch, dass die ganzen Bürsten an ihrem Platz sind, dann müsst ihr sie nicht suchen und sie sind ja auch ganz gut weggepackt, sodass die Feuchtigkeit auch runterläuft. Um eine Düse dann zu befestigen, einfach die Düse rausholen aus dem Fach, die Düse dann oben reinstecken und gleichzeitig den Widerstandsknopf drücken. Und das war's. Um die Düse zu entfernen, dann einfach wieder den Widerstandsknopf drücken und die Düse rausziehen. Jetzt zeige ich euch noch die Munddusche von jedem Winkel aus, so dass ihr sie auch mal von unten sehen könnt und natürlich auch von der anderen Seite sehen könnt. Ist ja auch manchmal auch kaufentscheidend. Ich finde, die Munddusche passt jedenfalls sehr gut ins Bad und durch die Saugnöpfe unten am Boden bleibt sie auch relativ fest und stabil. Sie verschiebt sich natürlich ein bisschen, ist klar, weil man jedes Mal an den Behälter dran muss. Der ist ja auch abnehmbar und da tut man natürlich dann noch Wasser reingeben und dadurch verschiebt sich das manchmal so ein bisschen. Aber der Stromanschluss unten, insofern ist alles eigentlich relativ safe. Oben haben wir dann noch die Wasserdruckeinstellungen. Da habt ihr dann 10 Stufen zur Auswahl. Und besonders die kleinen Stufen sind für die Kinder zum Beispiel sehr gut geeignet. Und die höheren Stufen natürlich dann für hartnäckige Speisereste. Was die Wasserdruckeinstellungen betrifft, da müsst ihr euch einfach mal rantasten. Ich empfehle da immer so eine mittlere Einstellung, da kann man dann, denke ich mal, ganz gut fahren und dann steigert man das halt immer ein bisschen mehr und schaut halt, ob man sich dabei noch wohlfühlt oder nicht. Ich habe das auf maximale Stufe ausprobiert, weil ich mich da auch ganz langsam herangetastet habe und alles im grünen Bereich. Die Verarbeitung der Munddusche macht eigentlich einen guten Eindruck. Natürlich sieht man, dass es ein günstigeren Preissegment ist. Mit 50 Euro sind wir ja jetzt nicht gerade im teuersten Bereich. Aber die Qualität passt und man muss jetzt keine Sorge haben, dass die Munddusche im nächsten Moment auseinanderfällt. Kommen wir jetzt zu dem Betrieb der Munddusche und oben schaltet ihr auf den Wasserdruckeinstellungen den gewünschten Druck ein und habt ihr nochmal an der Munddusche selbst den Einschalter.
Also ihr hört schon, es ist nicht ganz leise, aber es macht sonst einen guten Eindruck. Ich muss sagen, dass ich mit der Munddusche zufrieden bin. Ich habe sie jetzt etliche Wochen im Einsatz. Also ich habe sie mir zum Black Friday geholt, das ist schon eine Weile her. Und die Preis-Leistung, die passt auf jeden Fall. Die Mundtische ist jetzt etliche Zeit im Einsatz und ich bin damit sehr zufrieden. Ich muss seitdem keine Zahnseide mehr nehmen oder sonstige Zahnzwischenraumbürsten. Es klappt jetzt hier alles super, der Wasserdruck reicht und man kann den Wasserdruck ja auch entsprechend auf seine Bedürfnisse einstellen. Auch sind genug Druckdüsen mit dabei, sodass ich für jeden Einsatz eine Druckdüse habe und durch den 600 ml Wassertank habe ich auch genügend Wasser drin, um für 90 Sekunden Druck zu haben.